Hallo meine Lieben, ich heiße Dimitri und ich bin gleich in Istanbul in der Türkei. Ich habe mich für die harte Situation entschieden und zwar, das hat nicht so lange gedauert. Ein paar Monate und dann fertig. Also erste Sache. Der ganze Operplan dauert insgesamt 3 Tage. Erster Tag bin ich hier angekommen, wurde abgefragt, sicher abgeholt, alles Check-up, mein Blut abgenommen und auch hatte ich eine sozusagen einen perfekten Tag hier in der Stadt gehabt. Am zweiten Tag, genau gesagt gestern, wurde bei mir der OP durchgeführt und das hat insgesamt, also der OP hat 5,5 Stunden gedauert und insgesamt hat das den ganzen Tag genommen. Von 10 bis 15 Uhr, nee, bis 17 Uhr, ja genau. Und ja, also während des OPs gab es fast keine Schmerzen, es sei denn, wir haben die Anästhesie ein bisschen schmerzhaft gemacht. Ansonsten war alles super. Und ich muss 5 oder 6 Stunden liegen bleiben. Es ist auch ein bisschen unangenehm, aber man kann das so halten. Also, gestern habe ich nicht so gut geschlafen, aber ist vollkommen in Ordnung. Man muss aufpassen darauf, wie man schläft. Und auch bekommt man Medikamente. 5 Medikamente genau gesagt, die nächsten 10 Tage und da gibt es auch Schmerzmedikamente. Heute ist mein 3. Tag hier und mir wurde heute gezeigt, wie man seine Haare wäscht, wie man das richtig macht und auch bekommt man ein Shampoo und eine Form dazu, die nächsten 10 Tage. Und auch Medikamente und eine Instruktion, der einen Plan, wie man sich halten soll, die nächsten 2 Wochen Medikamente, die oft einnehmen, wie nach der Mahlzeit und so weiter. Ja, und letztendlich soll ich sagen, man muss Bilder in 2 Wochen schicken und danach geht es eigentlich schon los mit dem Haarwachstum. Aber erstes Ergebnis erst nach einem Jahr. Also, ja, ansonsten würde ich sagen, dass die Organisation, das war also perfekt, super, 100% gemacht. Und ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück, wenn Sie sich für die Amerikaner entscheiden. Vielen Dank.